Was unten 2? Waren das 2? Es waren 2 unten, ne? Machen wir mal die Tür 1 breiter, dass wir direkt darauf zukommen und dann gehen wir hier auch noch mal ein Ding weiter. Wir mussten 2 Dinger weitergehen, weil ich ja noch eine weiße Wand da machen möchte. Die ist mir sehr wichtig. Weil ich finde dieses Schwarze hier widerlich. Ich mag es nicht. Dann gehe ich mal gleich eins weiter und kann dann gleich die weiße Wand bauen. Ah, jetzt kommt irgendjemand hier hinter mir. Wollte ich die nicht ausmachen, wenn ich zu Hause bin? Weg mit dir. Ich mach die jetzt aus, ja? Wen es stört, bitte abschalten. So. Möchte jetzt kurz mal hier bauen. Ohne dass mir irgendwas in den Rücken springt. So, weiße Wand. Sieht doch viel angenehmer aus. Jetzt müsste man natürlich hier auch eine weiße Wand machen, ne? Gehört sich ja so. Den Fagli. Machen wir da auch einen ran. Ja, wir sollten dann natürlich auch ein Stück weiter nach hinten gehen, ne? Ah, das wird ja hier ein richtiger Umbau. Nur wegen so einem komischen Tor. Und ich könnte wetten, meine Neugier führt mich in den Tod. Ja, mindestens 2 oder 3 nach hinten müssten wir. Naja, machen wir mal 3 Stück nach hinten. Denke mal, das läuft denn ganz gut. Ich mache mal da eine Fackel hin. Ich will was sehen. Und meine schöne Axt, die löst sich in Wohlgefallen auf. Ja, ich muss unbedingt hier mal nach Diamanten suchen. Weiß ja nicht, ob ihr dabei sein wollt. Wenn nicht, muss ich das mal so nebenbei machen. Weil Diamantenfarm ist ja nur voll unspannend. Vor allem, da ich nichts finde. Dann seht ihr nicht, wie oft ich da versage beim Diamantensuchen. So, ich würde sagen, der Raum ist denn okay, ne? Hier kommt die weiße Wand hin. Hier das Tor. Ja, vielleicht noch eins nach hinten. Gucken wir uns gleich mal an, wenn das Stück hier raus ist. Wir haben mal so lange hier rumgeklöppelt, da fällt es dann auch um eine Reihe nicht mehr auf. Und dahinter versteckt sich bestimmt ein Diamant, der heimlich nach oben gekrabbelt ist. Schwupps, und hier auch noch weg. So, hier wäre denn die Wand, hier würde das Tor stehen, sage ich mal. Das würde reichen. Also wir gehen noch hier einen nach hinten, ne? Ja. Das kann ja drinnen bleiben, das ist ja dann hinter der Wand. Sparen wir auch gleich noch ein bisschen weißen Stein, den wir sowieso nicht mehr haben. Müssen wir also gleich auch noch holen. Und wir sparen uns die auch noch rauszuklopfen. Also haben wir voll den Zeit gespart hier. Gut. Dann holen wir mal weiße Steine. Entschuldigung. Vom ganzen Quatschen wird einem der Mund langsam trocken. So,
Weiße Steine haben wir ja Gott sei Dank genug hier. Oder Kreide. Weiß nur noch nicht, ob das die richtige Idee ist, die ich habe. Da Kreide ja nur nichts hält. Das wird wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee sein. Ihr lacht euch wahrscheinlich auch schon ins Fäustchen. Und sagt euch, lasst den doch mal machen. Statt jetzt zu schreien, nee, nicht Kreide nehmen, das ist ganz dumm, was du da machst. Werdet ihr euch wahrscheinlich einfach nur ins Fäustchen lachen. Ja, die Fackel weg, ups. Was, schon wieder alle? Alter, viel zu groß der Raum. Macht den so groß. Hätte denn die Idee, so einen großen Raum da zu machen? Nein, meine Axt. Reichen jetzt wenigstens die Steine, die ich habe? Wenn ich mich jetzt noch verbaue, dann kriege ich die Dinger wenigstens gar nicht mehr ab, die Obsidiansteine. Wäre doch optimal. Ein Stein, ist jetzt ernst, ja? Haben wir hier ein Crafting Table? Ja, haben wir. Eisen müssen wir auch bei haben, ne? Eisen haben wir auch. Eisen haben wir auch. So. Eisen haben wir auch. Wir haben Eisen. Oh, wer hart arbeitet, darf auch gut essen. Das heißt, ich darf auch mal kurz was trinken. Meinen guten Kaffee. Achso, eine Axt wollten wir machen. Machen wir zwei. Läuft gerade so gut hier. So, zack. Wir brauchen weiße Steine. Ich überlege gerade, den Boden will ich auch nicht schwarz lassen. Aber weiß würde mir jetzt da nicht gefallen. Wie würde denn das als Boden aussehen? Das mal rein theoretisch gesehen. Schön, dass wir hier so eine schöne Steinauswahl haben. Und dass es natürlich auch gleich wieder so ein harter Stein sein muss. Der gute alte Diorit. Oh, vom Boden muss das erreichen. Okay, Schnupp, Diorit, nein, weiße Kreide brauchen wir. Zack, ist das zu, hier ist alles zu, okay. Und dann Diorit. Es sieht wahrscheinlich voll doof aus. Aber man kann es ja dann immer noch ändern. Erstmal will ich einfach nur einen kleinen farblichen Unterschied drin haben. Aber wir könnten ja gleich mal den Obsidian hier reinpacken. So. Dann sieht man hier drunter theoretisch auch nichts. Zwei. Zack. Drei, ne? Und dann da oben noch, ne? Eins, zwei. Bloß nicht verbauen jetzt. Das wäre doch jetzt das Tor, oder? Oh, gruselige Geräusche. Und dann brauchen wir noch ein Feuerzeug, soweit ich weiß. Und mal ein bisschen Licht hier hinten. Zumal das Tor macht doch gleich Licht, oder? Ich glaube ja, ne? Ich werde es ja gleich sehen. Gut, denn Diorit. Auf jeden Fall hebt sich der ganze Raum schön vom Tor ab. Ach, kein Diorit mehr. Wird schon reichen. Ja.
Ist ja fast wie abgezählt. Hast du echt gut gemacht. Oh, Sieme, das sollte aber reichen. Das sollte jetzt reichen. Zack, zack, zack und zack. Gut. Dann kommt hier wenigstens gleich ein Feuerstein raus. Passt mal auf. Nee, natürlich nicht. Warum auch? Hatten wir hier nicht noch Kies irgendwo in der Nähe? Kies? Hier unten war Kies, ne? Weiß nämlich jetzt nicht, ob ich oben überhaupt noch Feuerstein habe. Und hier kommt keiner raus, ne? Da ist einer. Feuerstein, gut. Dann können wir uns hier ein Feuerzeug machen. Feuerzeug. Nee. Wo? Da. Und vorsichtshalber vorher eine Tür. Die machen wir auch gleich noch rein. Haben wir nämlich den Raum fertig. Denke, ich habe oben noch genug Türen, aber ich mache jetzt einfach mal hier ein Türchen. Zwei Türchen brauchen wir. Wir haben ja einen extravaganten Eingang hier. Und den setzen wir auch hier rein. Hier, wenn ich da Bodenplatten reinmache, werden die Monster ja auch darauf kommen, wa? Aber von außen könnte man sie bestimmt machen. Von innen muss man dann halt die Tür so benutzen, aber von außen kann man die Fußplatten benutzen. Gute Idee. So, zack, zack, zack. Okay. Wollen wir die Decke gleich auch noch ausbauen ein bisschen? Also einen höher gehen und dann auch weiß machen? Also ihr seid auch meiner Meinung, ja? Gut, dann fange ich damit schon mal an. Solange der Raum nicht in Ordnung ist, kann ich da nicht durchgehen. Habe ich ein schlechtes Gewissen. Ah, super. Wo das schon so lange dauert, dann sollte man auch lange genug auf den Stein hauen, dass der dann tatsächlich auch weg ist. So, machen wir da oben auch weiß. Das würde zumindest gar nicht schlecht aussehen, ne? Aber man müsste vielleicht noch einen höher, weil also hat man. Nein, wir machen das jetzt so. Natürlich würde uns die Kreide ausgehen. Oh, aber so schnell habe ich jetzt nicht. Ach so. Verarscht mich Minecraft schon wieder? Oh, Kreide haben wir ja Gott sei Dank genug und das geht auch schön schnell, denn haben wir den Raum gleich fertig. Gleich. Die Betonung liegt auf gleich. Demnächst. Heute noch wahrscheinlich. In naher Zukunft. Oh, obwohl das reicht jetzt nicht für die Decke. Kriege ich einen Hund. Nicht nur den, der hinter mir sitzt. So. Na, warum nicht? Ist da jetzt ein schöner heller Raum? Besser als dieses düstere Schwarz. Oh, kommt in die Tasche. Machen wir hier mal eine Fackel hin und da noch eine Fackel. Die nehmen wir mal weg. Dann machen wir da eine Fackel und die weg. Und dann muss das doch gut aussehen hier. Oh, das sieht sehr gut aus.